damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute eine weitere Folge mit dem Team der Detroit Red Wings. Die 12. Folge ist angelangt, der 60. Spieltag. Nur noch 22 Spiele zu gehen. Das bedeutet, wichtige Punkte, die jetzt hier fallen, könnten oder 2 Punkte könnten hier schon vieles entscheiden am Ende. Wir haben harte Spiele. Washington, Ottawa, Boston, Philadelphia, Flyers, Vancouver, Jets. Wir werden ein Spiel wieder selber spielen. Wir spielen gegen Boston. Wir simulieren natürlich die ersten 2, aber jetzt geht's erstmal rein. Wir sind 9. Platz in der gesamten Tabelle. Gehen es auf die Topscorer. Stützler mit 55, Larkin mit 67, Raymond mit 41. Alles hier ein bisschen Abstand gewonnen. Ja, man sieht bei uns, dass es echt nicht mehr gut läuft, dass es ein bisschen schwächer wird, aber wir müssen wieder reinkommen. Und jetzt geht's ins Spiel gegen Washington. Und wir gewinnen das Spiel in Overtime, im Shutout mit 3-2 gegen Washington und holen uns da den ersten Sieg. Ich habe natürlich wieder, wie immer, nicht gesagt, was wir holen wollen, wie viele Siege wir holen wollen. Ich möchte 4 Siege. Und jetzt gegen Ottawa. Und wir verlieren das Spiel mit 4-7. Verlieren wir das Spiel. Sehr, sehr torreiches Spiel. Muss ich nicht viel sagen. Erste, dritte Woche Katastrophe. Dadurch auch, ja, der Sieg komplett verdient an Ottawa, würde ich sagen. Jetzt gegen Boston. In unserer Division. Wir müssen jetzt, hier und jetzt, irgendwie gewinnen. Rein geht's ins Spiel. Hoffentlich ein erfolgreiches Spiel für uns. Hier die 2 Topscorer gegenüber. Pasternak und Larkin. Larkin jetzt mit einem super Move da. Larkin Matter. Wird zwar angezeigt, dass er spielen soll, aber er hält den Puck. Raymond da vorm Tor, im Slot, vorm oder im Slot, wäre eine gute Chance gewesen. Raymond, Seider ist mit. Raymond, schade, gute Chance. Und jetzt der Gegenstoß, Reichel. Verteidigung ist nicht mit. Jetzt aber. Pass kommt nicht durch. Lindström, auf Reichel, gute Chance da wieder. Lundeström, schade. Gute Chance wieder. Hier wäre ein Tor für uns verdient. Luft drüber. Gute Chance. Super freigespielt. Luft durch den Slot. Schade. Sollte bestimmt zu Sutter dann gehen. Aber leider nicht genutzt. Und da geht's ins erste Drittel, in die erste dritte Pause. 0-0. Für mich unverdient. Kein Schuss von Boston. Und wir führen trotzdem nicht. Wir lassen aber nichts zu und das ist wichtig. Sie können ja nach 3 Dritteln 0 Schüsse haben. Aber sie können trotzdem dann mit ein Tor, ein Schuss, ein Tor. Und da ist das Tor für Detroit Red Wings. Stützler mit dem 1-0 stark gemacht von Larkin dort. Ist dann durch, spielt auf Stützler und macht das Tor. Weil man mit einem Fehler, stark gemacht von Jones, Fabri, Reiche auf Börtchen. Ah, in die Fangen von Ullmark. Reiche, stark geholt da den Puck. Lundeström, Reiche. Wieder da eine Phase da von uns gewesen hier. Stark, stark, ganz stark zurückgekämpft. Von allen. Luft. Das wird eine Chance. Das ist ein 1 auf 1 und das gibt Penalty. Hack mit allen Sachen hinterher. Da ist die Chance zum 1-1. Aber nein, nein. Das ist nicht wahr. Wie bitter, wie bitter hast du den eigenen Puck ins Tor. Nein, nein. So unverdient und so viel Glück von Boston. Ach Mann. Ach Mann.
Das ist doch bitter. Das ist sowas von bitter, dass hier das Tor fällt. In den Penalty und noch ins eigene Tor. So unglücklich. Ach man. Aber Larkin jetzt im dritten Drittel. Natürlich wollen wir jetzt hier nicht in den Frust kommen. Wir müssen hier weitermachen. Fehler von Hasso. Wollte Spiel schnell machen. Bergohan ist da, macht das Tor. Larkin jetzt. Jetzt muss was kommen. Und jetzt sind wir auf einmal hinten durch zwei Treffer, die vermeidbar, auf jeden Fall vermeidbar waren. Frühes Pressing möchte jetzt sehen. 2 Minuten. Wegen harten Checking. Okay. Okay. Ich bin nicht raus. Wir haben hier eine Option auf Sutter. Sutter auf und vorbei. Ulmark, starke Parade. Stark geholt. Hack. Oh, Lundström, stark gemacht. Auch da wieder eine super Chance. Nur wir spielen hier. Selbst in Unterzahl. Aber wir kriegen keine Tore. Sind wir hier vielleicht das Team mit den meisten Chancen, aber mit den wenigsten Toren, habe ich langsam das Gefühl. Sutter, oh, wenn der Puck an die Kufe oder so geht, wäre er drin. Schade. Und Larkin, der kann jetzt mit Tempo kommen. Und er kommt mit Tempo. Stark gemacht, da 3 aus Spiel genommen, 4. Larkin da am Boden, steht aber wieder. Wir gehen in die erste Reihe. Larkin jetzt hat da Platz. Der ist auf jeden Fall schneller. Legt nicht zurück auf Waymond. Macht es da alleine. Stützle. Auf Matta. Ah, schade. Börtchen. Gute Chance. Wir gehen in die zweite Reihe. Wir müssen jetzt alles versuchen, was möglich ist. Jones, Kubalik. Ist da durch, Kubalik. Legt auf Eklund. Und Ulmark hat den Puck. Ganz, ganz starker Save von ihm. Oh, Außenpfosten. Fabri. Wir müssen wechseln, wir müssen in die erste Reihe. Stützle hat den Puck und Stützle ist durch. Stützle macht das 2-1. Endlich mal ein Alleingang, der reingeht. Wichtiger Treffer zum 2-2. Hat der Wechsel sich gelohnt, würde ich sagen. Harter Check. Und jetzt ist eine Chance da. Da ist eine Chance. Hasso hat den Puck. Lundeström. Börtchen hat den Puck. Börtchen kann auch mal mit Tempo. Schade. Vielleicht nochmal schnell. Irgendwie zu einem Abschluss kommen. Oh, war der Pfosten? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ein Safe, glaube ich. Es war, glaube ich, ein Safe. Aber es geht mal wieder in die Verlängerung. Wir müssen natürlich hier gewinnen. Das ist unser Ziel. Es geht ins Shutout. Wir fangen an. Stützle mit einer super Chance. Pasternak gegen Hasso. Hasso hat den Puck. Jetzt Larkin. Unser Mann. Larkin. Macht ihn leider nicht. Jetzt Boston wieder. Hasso muss ihn halten. Boston trifft. Puett mit dem 1-0. Wir müssen treffen, sonst ist es over. Fabri und da gewinnt Boston gegen uns. Wir verlieren das Spiel mit 3-2. Jetzt spielen wir noch gegen Philadelphia, Flyers, Vancouver und Jets. Und wir gewinnen dieses Spiel mit 4-0. Ganz, ganz starkes Spiel, ganz, ganz wichtiges Spiel. In der Werbungsphase
Wir hatten einen Werbedreh dort mit dabei. Wichtig, dass wir jetzt da gewonnen haben. Jetzt gegen Vancouver. Jetzt sind noch die Punkte holen. Jeder Punkt ist hier wichtig. Und wir gewinnen das Spiel mit 6-1. Was ein Game. Und jetzt am Trade Deadline Day. Aber ich glaube, wir werden hier nichts weiter holen. Wir brauchen niemanden. Ich bin zufrieden damit. Wir müssen nichts verändern beim Team. Jetzt gegen Chat. Und wir verlieren das Spiel leider mit 5-3 wegen einem schlechten Drittel. Wir holen am Ende nur 3 Siege. Bitte. Wir bleiben Platz 3. Ich muss mir nochmal die Tabelle anschauen. Wir haben jetzt 79 Punkte. 2 Spiele mehr wie Boston. 2 weniger. Hier. Wir schauen natürlich, welcher Platz wir jetzt sind. Wir sind auf jeden Fall nicht hier oben dabei. Wir sind und bleiben 9. Platz. Kein Schritt nach vorne und kein nach hinten. Das ist natürlich wichtig. Aber wir müssen irgendwie wieder in die Erfolgsspur kommen, finde ich. Aber das kriegen wir hin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns zur nächsten Folge gegen LA, Los Angeles Kings, Jets, Newlanders, Pittsburgh, Penguins, Newlanders, glaube ich nochmal, DAX und Boston. Genau, lasst ein Like und ein Abo da. Abonniert die Glocke. Und schaltet gerne zum nächsten Video ein, zur 13. Folge, fast zum Endspurt, würde ich sagen, der ersten Saison. Hoffentlich kommen wir hier in die Playoffs. Und somit, ciao.